Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Total War Rome 2, Kampf der Kelten. Der liebe Gaius und ich, wir ringen hier immer noch um, ja, diesen, nennen wir es mal, Titel. Hallöchen, Gaius. Hallöchen, hallo liebe Zuschauer, ja. Wir versuchen hier noch Macht und Einfluss aufzubauen, um am Ende natürlich diesen Titel auch zu bekommen, indem wir den anderen vernichten. Nämlich König der Kelten, haha. So, ich bin jetzt gerade eben noch dabei hier. Sag mal, Nervier, ihr seid. Also, der Name war selten so gut gewählt. Ich muss immer noch warten. Ich muss immer noch warten. Und die Massasylier finden mich immer noch nicht toll. Ich lebe, um dem Volk Oh, warte mal, jetzt habe ich eine Galatien zu Chance. dienen. Nein. Yes! Oh, ist das gut, ist das gut. Ich habe ein weiteres Handelsabkommen gerade eben geschlossen. Sehr gut. Das bringt nochmal 300 Gold fast pro Turn. 300 Gold. Alles klar. Ja, handelstechnisch haben wir echt irgendwie einen Fehler gemacht, habe ich so das Gefühl. Ich bin halt quasi fast mit der gesamten Ja. iberischen Halbinsel und dann auch noch mit Nordafrika irgendwie Naja, am irgendwie ist es halt Handeln. trotzdem so, dass es so, je mehr Handelsabkommen man hat, desto mehr sorgt das auch wieder für die Möglichkeit anderer Handelsabkommen. Und wenn du dann noch verschiedene Rohstoffe hast. Ja. Oh, die Ägypter würden vielleicht handeln. Das Ja, das könnte. Spiel snowballt an gewissen Ja, Stellen. als ich damals mit Rom gespielt habe, ja, habe ich das dann auch gemerkt. Also, dass man dann einfach wirklich so snowballt ohne Ende, wenn man es gut hinbekommt. So, ich bin bereit, euch ein bisschen Geld zu zahlen. Das Unschöne ist, ich kann ja jetzt nicht reintippen, ne? Das habe ich noch nie verstanden, wieso ich da jetzt nicht einen Betrag meiner Wahl anbieten kann. Ich kann jetzt nur Ja. den niedrigsten Betrag nehmen. Und ich habe jetzt halt leider, leider in Anführungszeichen, sehr viel Geld. Das heißt, mein niedrigster Betrag ist schon extrem hoch für ein Handelsabkommen. Ah. Ich weiß, das ist unglaublich schlecht gemacht, leider. Das ist eine der wenigen Dinge, die in Rome 2 schlechter sind als zum Beispiel als in Sachen Diplomatie oder sowas in der Art und Weise als in anderen Total War-Spielen. Ja. Das ist tatsächlich leider richtig. Komm, wir bauen das hier mal aus. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Geld weg. Und ich wollte ja hier noch was erforschen, genau. So. Dann machen wir noch Folgendes. Und machen noch das hier bitte. So, der schöne kalte Norden hier. Ich glaube tatsächlich, wenn ich meine Armee jetzt hier nicht mehr plündern lassen würde, ich glaube, ich wäre im Minus. Irgendwie bist du weg, kann das sein? Vom Sound Ja, her? das ist tatsächlich richtig. Ich habe nur kurz mich mal gemutet, wegen störender Hintergrundgeräusche. Ah, okay. Ja, die können bei mir tatsächlich auch auftreten. Ich hoffe bloß, dass es nicht der Fall ist, weil über mir wird Putz von den Wänden geschlagen. Ah, okay. Aber bis jetzt höre ich selber noch nichts, deswegen bin ich momentan noch sehr, sehr guter Dinge, was das angeht. So, gut, das haben wir alles erledigt. Jetzt gehen wir gleich doch nochmal zu den Ägyptern hin, weil ich hätte schon irgendwie gern das Handelsabkommen, muss ich sagen. Das wäre schon nicht schlecht. Das wäre schon nicht schlecht. Ja, machen wir noch irgendwas anderes vorher? Nee. Gehen jetzt nochmal zu den Ägyptern runter. So, also ich meine, für das Geld, was ich euch jetzt gebe, da werdet ihr wohl das Handelsabkommen mit mir schließen, oder? Zahlung Und womöglich anbieten, vieles zu so. vereinbaren. Was? Abgelehnt? Wieso? Tempel kann auf zwei Säulen Wieso? errichtet werden. Das, okay, nee, dann lasst Keine ich's. Einigung. Ich meine, wie viel wäre denn das überhaupt wert? 104. Ich habe denen gerade 900 dafür geboten. Für 104 pro Turn. Ah, super. Na gut. Kann ich jetzt hier noch woanders hin? Hier sind auch die Ägypter und hier sind die Massasylier, die kenne ich schon. Rom kenne ich auch schon, Sparta kenne ich schon. Ich könnte mal hier noch ins Illyricum reinfahren. So, auf jeden Fall die Erkundungsmöglichkeit nimmt uns keiner weg. Einfach noch mehr Möglichkeiten, Feinde zu finden.
Selbst wenn du uns vernichten solltest, es wird immer noch dieses eine einzige Schiff geben, das auf der Welt rumsegelt und den Namen der Ikena hochhält. Oh. Oh, was bieten denn die Keltiki schon wieder an? Schutzbündnis. Das mache ich sogar, die sind richtig groß. Ach du Schande. Die kontrollieren die gesamte Ostküste Spaniens. Ja, das sieht sehr gut aus diplomatisch für dich, würde ich behaupten. Ausgezeichnet, der eine von den Seepferdchen hat sich gerade eben töten lassen. Ja, aber es ist ja nicht schlimm, sind ja die Seepferdchen. Das ist ja das Traurige. Das, egal was passiert, es ist nicht schlimm für dich. In dieser Hinsicht wenigstens. Aber es ist leider der Falsche gewesen, der gestorben ist. Na gut, dann schicke ich ihn halt gleich wieder irgendwie auf Achse. Komm, wir schicken mal zu den Nervieren. Die sind bei minus 332. Achso, aber den möchtest du jetzt tot sehen. Okay, verstehe. Genau. So, jetzt habe ich hier Schande. Ein Junge mit einer unheimlichen Ähnlichkeit zu einem eurer Familienmitglieder ist aufgetaucht. Er behauptet, der Sohn des Mannes mit der Tochter eines anderen Stammesoberhauptes zu sein. Was hast du denn damit gemacht, Mörb? Ich weiß es nicht. Das hatte ich noch nie. Ich adoptiere ihn einfach mal. Was soll schon passieren? Ja, hoffentlich begehrt er jetzt auf und möchte selbst an die Macht kommen und macht ein paar Attentate in deiner Familie. Das wird bestimmt genau so passieren. Bestimmt, nicht. Meine Druiden haben es gesehen. Deine Druiden sind Blindfische. Wo hatte ich denn das vor kurzem? Ich hatte vor kurzem auch irgendwo in Crusader Kings 3. Da war das, da hatte ich auch einen Verwalter, der mein Geld zählt, der blind war. Das war sehr lustig. Aber man muss jetzt die Münzen nicht unbedingt sehen können. Ja, ne? Solange er sie fühlen konnte und in seine Tasche stecken konnte, hat ja alles für ihn gepasst. Boah, endlich ist der Winter vorbei. Ja, der Winter ist echt schlimm für die öffentliche Ordnung, habe ich schon festgestellt. Ja, das stimmt. Jetzt ist sie bei mir auch wieder in Ordnung. So, jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, was dein Land hier so zu bieten hat. Mein oh, Land? Veteranenkavallerie. Oho, oho. Du hast da tatsächlich Angriffsplünderer, eine Flotte aufgebaut. Interessant, interessant. Ja. So, dann gucken wir mal. Deep Lolmatie. Frag mich mal gerade, wieso hast du das alles sehen können. Das würdest du jetzt gerne wissen, ne? Das gefällt mir nicht. Muss es auch nicht. Ich habe vor, dich mit deinen eigenen Waffen zu schlagen. Oh je. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Massasylia. Wir sind doch jetzt Buddies. Beste Freunde. Ich muss sagen, mit der einen Lache gerade eben hast du dich so ein bisschen wie Dalukart angehört. Echt? Ja, absolut. So zu 100%. Richtig schön schadensfroh und... Also ich kenne Dalukart vom Namen her, aber ich habe ihn noch nie so lachen gehört tatsächlich. Ach, stimmt, mit den Arivachi, mit denen habe ich doch gerade... Kann ich die Arivachi davon überzeugen, mit ein bisschen Geld dir den Krieg zu erklären? Die Arivachi? Sind die nicht relativ weit weg? Ja, und? Alles, was gegen dich Krieg führt, ist doch gut. Du ein Glück, dass ich nicht genug Geld habe, sie zu bequatschen. Glück gehabt. So. So, ich habe jetzt auch noch was gesehen, liebe Zuschauer. Ihr habt es, glaube ich, auch bemerkt. Da müssen wir jetzt ein bisschen was machen. Deswegen. Die Volke wurden zerstört. Die waren doch gerade auch noch mit jemandem, den wir kannten im Krieg. So, und zwar machen wir mal Folgendes: Das. Das.
Ja, und das hier auch noch, bitte. Und brauchen wir noch was? Ah ja, das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Genau. Gut. Machen wir das. Obwohl, beziehungsweise, haha. Ich habe eine bessere Idee, Leute. Ich habe eine viel bessere Idee. Das ist nur die Frage. Das müssen wir mal kurz was vergleichen. Okay. Ja, okay. Das ist tatsächlich wichtig gewesen, die Info. Das heißt, wir brechen hier wieder ein paar Sachen ab. Da unnötig. Und verschwenderisch. Zum Beispiel deine Armee. Die löse ich einfach auf, weil wer braucht schon Schutz in der Heimat? Richtig. Angefangen mit dieser Veteranenkavallerie, die ich da sehe. Absolut. Was haben die denn da für lustige Skills? Ah, schade, ich kann es nicht ansehen. Immerhin kannst du das mal nicht sehen. Doch, kann ich. Kälteresistent, interessant. Verstecken, warum auch immer britannische Truppen kälteresistent sind, kann ich nicht verstehen, weil die haben eigentlich dann gemäßigtes Klima. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen sinnlos, aber gut. Rasender Angriff, diese Einheit ist immun gegen Schneeverschleiß. Okay. Interessant. Okay, das ist jetzt hier auf jeden Fall ganz spannend. Auserwählte Speerbande. Schildwall, Kavallerie, Gegentaktiken. Auch kälteresistent. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Sind meine auch kälteresistent? Ey Leute, also das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Warum? Du hast auch kälteresistente? Nein, ich habe keine kälteresistente. Ach so. Das ist der springende Punkt, den ich nicht verstehen kann. Warum ausgerechnet die Britannier, die keinen echten Schnee kennen, sondern nur Pisswetter, aber wir, also Kälteresistenz haben, aber wir Festland, quasi Proto-Franzosen, die Schnee kennen mit Alpen und so, tatsächlich Schottland. Nicht kälteresistent sind. Schottland, würde ich sagen. Ja, aber die Ikener sind doch... Naja, jetzt mittlerweile... Ja, gut, du hast... Ja, okay, wir sind nicht ursprüngliche Schotten, da hast du schon recht. Deswegen, also... I don't get it. Die wollen immer noch nicht. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Vielleicht sollte ich doch nochmal meinen Margurix verheiraten. Der ist zwar jetzt schon... Also, 64-jähriger Häuptling einer großen Konföderation sucht die Frau fürs Leben. Meldet euch. Wen haben wir denn jetzt hier? Kassiloi hat sich gefunden. Ja, halb so jung. Könnte seine Tochter sein. Da freut er sich bestimmt. Und wir schicken nochmal einen Diplomaten dann los, wenn das möglich ist. Genau. Ich gebe hier noch einen Berater. Finde ich gut. So, und Athen hat mir so viel Glück gebracht. Schicke ich doch nochmal nach Athen los. Denn das Geld nehme ich natürlich gerne. Und ansonsten... So, genau, meine vierte Armee heißt jetzt Verteidiger der Prügel. nicht Verteidiger der Hügel, sondern der Prügel. Sehr gut. Kann ich eigentlich hier jemanden adoptieren? Schauen wir mal kurz. Das scheint nicht zu funktionieren. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Dann lassen wir das mal. Gut, jetzt haben wir da alles gemacht, wie geplant. Ja, das passt alles. Dann gehen wir mal wieder da runter. Und werden mal die Runde beenden. Yay! Ah ja, Illyricum habe ich fast vergessen. Die Spartaner in Apollonia. Wissen nicht gegen die Spartaner kämpfen? Ich habe gehört, die sollen nicht so schwer sein. Ja, die sind bestimmt ganz einfach zu besiegen. Kann man einen kleinen Überfall mit einem Schiff machen. So Wikinger-mäßig. Ah, warte mal. Der lang verlorene Sohn. Seine Mutter meldete sich schließlich und bestätigte seine Worte. Der Junge ist wahrlich sein Sohn. Okay. Das Spiel sagt mir aber nicht mal, ob es jetzt mein Sohn ist.
Sondern wessen Sohn soll's sein? Keine Ahnung. Immerhin richten ist die beste Taktik. Gerade eben gemerkt, dass ich mich geirrt habe in der letzten Folge. Man sieht den gegnerischen Agent tatsächlich doch nicht automatisch. Habe ich es mir doch gedacht. Ja, ah, ja. Jetzt sehe ich ihn aber übrigens. Ja, aber ich sehe deinen Druiden halt immer, ne? Der ist halt immer zu sehen. Ja, weil also der halt wahrscheinlich kein Spion ist. Genau, das kommt halt auf die Art des Agenten an. Das glaube ich eben auch. Ach, das ist natürlich jetzt interessant. Ja, ich habe mir schon gedacht, der musste irgendwo im Wald sein. Also dann war ich ja doch, dann hatte ich einfach nur Pech, dass du den gesehen hattest, weil das war ja ein Spion, den ich da im Wald hatte. Ja, ja, das war einfach nur Pech, weil jetzt stell dir vor, du hättest den nicht gesehen, dann hätte ich vielleicht doch noch ein paar Überraschungsmomente auf meiner Seite gehabt. Also tatsächlich muss man sagen, dass ich so oder so trotzdem nach links gegangen wäre mit dieser Strategie, weil der halt isoliert war. Aber ja, Pech ist definitiv hier ein ganz, ganz großer Faktor bei dir gewesen. Ja, das ist richtig. Ich muss immer noch warten, weil das Spiel es so will. Ja, immerhin, weil jetzt, ich will mir nicht vorstellen, wenn du jetzt gleich irgendwie 5 oder 4 Städte eroberst, wie viel, dann kannst du dir wahrscheinlich 6 Armeen leisten. Das nächste wird keine Armee. Ah. Kannst dir vorstellen, warum? Es wird wahrscheinlich so eine Horde Spione und Attentäter und Druiden, sicherlich keine Flotte. Genau, weil das wäre ja nützlich. Ja, eben. Wieso solltest du sowas tun? Etwas Nützliches, Sinnvolles. Das wäre ja total absurd. Ja, absolut. So, ich habe ein Level-Up jetzt hier gerade eben. Oh, das ist sehr cool. Was kann die? Noch mehr gefundene Erfahrung, jawohl. Das Problem ist, ich kenne den Zehkampf bei den Ikenern nicht. Läuft der ganz grundsätzlich ab wie auch bei Römern oder gibt es da große Unterschiede? Es gibt nur bedingt Unterschiede. Das ist gut. Solange das ähnlich abläuft, da habe ich das mal glücklicherweise im großen Projekt mit den Römern gelernt gehabt damals mit Corny. Wir haben halt funktioniert. Wir haben halt eine geringere Schiffsauswahl als die Griechen und Römer, ne? Ja, das ist richtig. Das ist der Hauptfaktor. Also wir kommen, glaube ich, nicht auf irgendwelche Artillerieschiffe oder so. Aber ansonsten können wir auch rammen, aber ich glaube, wir sind nicht ganz so effizient. Also bei uns läuft es eher so auf Enterkämpfe, glaube ich, hinaus. Okay. Eher, nicht ausschließlich. Verstehe. Wir brauchen eine größere Flotte. Ich nerv gerade die Nervier wie Sau mit meinen Armeen hier. Die kassieren jetzt hier gerade eben minus immer noch, obwohl sie schon eine Armee jetzt reingestellt haben, minus 18 öffentliche Ordnung pro Turn. Krass. Oh, die müssen mich hassen und das zu Recht. Wo ich denn dafür schon wieder? Mir gefällt es überhaupt nicht, dass unser Einkommen so schlecht ist. Das gefällt mir nicht. Kann ich aber auch nicht viel dran ändern aktuell. So, was ist jetzt mit meiner Ehefrau? Wieso hat das jetzt nicht geklappt mit der Diplomatie? Die wurde sogar verwundet. Unfassbar. Jetzt habe ich natürlich keine Diplomaten mehr zur Verfügung. Schade. Ich hätte also nichts dagegen, mal so einen Sohn wie du einfach so zu finden, den ich adoptieren könnte. Den habe ich tatsächlich gar nicht bekommen. Der war so? Nicht mein Sohn. Das war einfach nur Event von irgendeinem meiner Männer oder so. Keine Ahnung. Okay. Also hundertprozentig verstanden habe ich es auch nicht, aber ich habe jetzt keinen extra Sohn dadurch bekommen. Okay, ja, verstehe. So, jetzt gehen wir nochmal ins Illyricum. Schauen wir mal, was wir da so noch finden. Ah, nur Sparta aktuell. Aber ist es kein Hafen, Epidamnus? Das ist doch ein Hafen. Vielleicht haben die den jetzt erobert, weil als wir das letzte Mal bei denen geklopft haben... Nee, aber die können immer noch keinen Handel machen. Seltsam. Ach, das liegt wahrscheinlich daran, weil ihr Hafen dort oben nicht mit ihrer Hauptstadt verbunden ist. Genau, die Hauptstadt muss da verbunden sein. Sonst kann man keinen Handel führen und Athen ist dann noch dazwischen. Ah, ja. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Dann gehen wir die Runde mal ab. Jetzt bin ich gespannt, ob welcher Effekt jetzt hier zum Tragen kommt, Leute. Ob ich jetzt als allererstes jetzt gleich hier die Rebellion bekomme,
oder ob zuerst noch die Gebäude fertiggestellt werden und danach erst die öffentliche Ordnung berechnet wird. Weil das kann jetzt gerade eben beides sein. Und, was ist es? Ich sehe es gleich. Ah, nee, die Gebäude wurden zuerst gebaut. Und damit die öffentliche Ordnung sozusagen niedriger gehalten als geplant. Genau. Gut zu wissen. Ich soll Stammesrat-Technologie erforschen, okay. So, dann machen wir hier mal weiter. Also, ich bin jetzt der Meinung, dass ich das hier gerne mir holen wollen würde. Da fehlt mir bloß noch mal eine Technologie. Ist gerade eben immer noch super ärgerlich. Aber jetzt habe ich immerhin hier auch plus 2, hier plus 5. Hier geht's auch nach oben. Da werde ich jetzt erstmal nichts tun. Es sei denn, will ich das hier ändern? Das würde halt mehr Geld bringen. Ganz im Ernst, der Ort hier wäre mir wichtiger. Wobei, es würde sich halt erst in 1 Million Jahren amortisieren. Ne? Das, das ist traurig dann. Das kann ich eigentlich an der Stelle vergessen. So, ich guck mir mal dein Land an, ne? Mach mal so ein bisschen Sightseeing. Ja, genau, mach mal ein bisschen Sightseeing. Schau mal, was, wie dir die Gebäude gefallen, die es hier gibt. Ach, die Architektur, die wirkt so, so altbacken, ne? Als ob diese Britannier noch nie ein ordentliches Haus gesehen hätten. Wir haben immer hier noch traditionelle Monumente wie Stonehenge. Was habt ihr? Aber die habt ihr nicht gebaut. Woher willst du das wissen? Das ist tatsächlich verbirgt. Die Stonehenge wurde nicht von den Kelten gebaut, sondern von der Vorgängerkultur, über die man nicht viel weiß. Ja, aber unsere Propaganda sagt etwas anderes. Ja, Propaganda. Das ist leitet sich von Propangas ab. Das wollte ich auch gerade sagen. Und ist deswegen heiße Luft, ja, die sich leicht entzünden kann. 10 Sekunden zu spät. Einmal, wenn mir auch sowas einfällt. Ich hab das Propangas schon gehabt, dann habe ich noch überlegt, okay, wie kommt es dann mit der heißen Luft, und dann bringt das schon einfach. Unfassbar. Knallhartes Alter Murphy. Lässt keinen Witz aus, der möglich ist. Siehst du, ich bin in deinem Kopf. So, Forschung abgeschlossen, die war ganz wichtig jetzt. Und Rang erhöht. Wow, fürs Nichtstun den Rang erhöht, finde ich gut. Das ist die beste Art von Beförderung, die Peter ja. Prinzip, ne? Absolut. Was machen wir denn da jetzt? Ach, das ist dieser Kriegsherr, der mir natürlich nicht so viel bringt. Ja, ich glaube aber, das hier ist nicht schlecht. So. So langsam werde ich hier ein bisschen nervös. Hä? Ach so, ja, natürlich. Ich muss jetzt erst... ja. Und die öffentliche Ordnung wird weiter sinken, das ist... unglücklich. Was kann ich jetzt? Kann ich noch was erforschen? Oh ja. Das sieht ganz interessant aus. Oder wollen wir doch hier das machen? Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Nee, ich glaube sogar, das ist sinnvoller langfristig. Und wir haben noch eine Entscheidung zu treffen. Wo haben wir die denn? Stammesloyalität. Ein Stamm spaltet sich. Man erwischt zwei Gruppen dabei, wie sie sich darum stritten, wer am blutrünstigsten sei. Ja. Machen wir mal wieder einen Kampf, der veranstaltet werden soll. Gut. Immer mitten in die Fresse rein. Genau, so sieht's aus. Also es könnte jetzt gut sein, Leute, dass wir jetzt hier gleich das Ende der Nervier mehr oder weniger schon einläuten. Also sie werden nicht sofort weg sein, aber sie verlieren jetzt 2 Städte in einem Turn. Oh, okay. Krass. Wahrscheinlich sogar noch in der Folge, wenn du nicht zu lange brauchst. Ich muss jetzt hier erstmal noch was umändern. Weil dann könnten wir nämlich noch eine Schlacht spielen. Einfach nur, also die wirst du verlieren, aber ich glaube, die Leute wollen einfach mal wieder eine Schlacht sehen. Das sind wir ihnen schuldig. Ja, das ist absolut richtig. Wie halt die Tussi sagt, dürfte ich noch meinen Wein austrinken? Ja, meinetwegen, sauf deinen Wein, Trulla. Wobei, hätten die nicht eher Met getrunken, die... Ich weiß es nicht.
hätten die. Ich würde auch eher Med sagen, tatsächlich. Wobei, ich glaube, die Med haben eher die Germanen getrunken, oder? Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Die Römer haben auf jeden Fall genauso wie die Griechen Wein getrunken. Ich weiß ja, aber nicht, ob die Kelten, was die getrunken haben. Ich glaube, das könnte auch regional unterschiedlich sein. Ich glaube, der Med kommt eher von den Kelten, weil die waren auch schon eine richtige Hochkultur. Das wird ja immer wieder von vielen Leuten, glaube ich, die das nicht so genau wissen, missverstanden. Aber ja, die Kelten waren kulturell ähnlich hochentwickelt wie die Römer. Bloß waren ohne... anders halt ein bisschen, oder? Angeblich allerdings ohne eine Schrift. Was nach wie vor faszinierend ist, ein Volk von Analphabeten. Richtig, die haben dann einfach alles Stück für Stück überliefert, dafür waren ja dann auch die Druiden zuständig. Was wiederum Propaganda möglich macht. So, die Etrusker waren ja zum Beispiel auch schon sehr hochkulturell noch vor den Römern in Italien. Du, ich stell mir gerade eben eine Welt vor, das muss ich ganz, ganz kurz mal, währenddessen du ja, hier noch deine Runden machst, kurz mal so bringen. Leute, stellt euch mal eine Welt vor, in der die Kelten die Römer geschlagen hätten und die, also unsere Vergangenheit eine keltische wäre, die sich natürlich komplett durchgezogen hätte bis heute mit ihren ganzen Vermächtnissen, inklusive... Wer braucht Schrift? Richtig. Also ich glaube, es wäre so viel anders, weil es ist ja wirklich eigentlich der Großteil sehr römisch beeinflusst. Allein sowas wie Aquädukte, das Rechtswesen alleine schon fast vollständig und auch sowas wie Schrift und so weiter, genau. Also ich glaube, dass wir sogar sagen können, dass es eigentlich für uns heute gut war, dass die Römer gewonnen haben, weil ich will mir ehrlich gesagt keine Welt vorstellen müssen, bei der ich de facto nichts beweisen kann durch, naja, Schriftstücke und so weiter, ne? Ja, das ist tatsächlich richtig. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich gerade einen Fehler am Ende gemacht habe, aber das wird sich gleich zeigen. Aber ich glaube, dass die keltische Kultur tatsächlich unsere Internetkultur in einem Punkt dadurch sehr, sehr ähnlich ist. Ganz nach dem Motto, wer am lautesten schreit, hat recht, genau. Ja, genau. So, Forschung abgeschlossen, Kriegsübungen 1. okay, Rebellion bevorstehen. No! Could you please fucking stop that shit? Rebellion ist doch mal gut. Anscheinend kann ich das nicht. Okay, jetzt baue ich das da aus. Ach ja, das ist alles jetzt hier so ein bisschen unerfreulich. Ja, meine Finanzen sind ein bisschen unerfreulich. Das würde lang dauern. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt so ein Pech hier gehabt. Wie ärgerlich. Okay. Hast du schon den Krieg offiziell erklärt? Nein, das mache ich noch nicht. Das gucke ich jetzt gerade eben, ob es wirklich jetzt schon der Zeitpunkt ist. Yo! Lustigerweise habe ich jetzt auch mit den Artepiratenkrieg. Ja, die waren noch verbündet. Und das kommt mir mega gelegen, du. Ja, du kannst jetzt halt einfach anstatt, wie viel sind es? 4 Siedlungen, dann halt einfach 7 Siedlungen erobern. Genau. Oh Mann, du wirst so ein Karl der Großen fränkisches Reich aufbauen. Ach, Gott. Gucken wir mal. Das ist sehr unglücklich. Ich hoffe, die Nervier und die Artepiraten stellen dir irgendwas entgegen, bitte. Irgendwas einfach nur. Naja, also das irgendwas, was sie haben, ist eine Ausgeburt der Peinlichkeit, nennen wir es mal so. Ja, das war alles, auf was ich mich verlassen hatte und nicht mal das schaffen sie. Traurig. Also gut, folgendes. Möchtest du die Schlacht schlagen, bei der du eine Mauer hast, aber... nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten. Wie viel hast du? Ich habe mir Full Stack. 2640 Mann, du hast exakt 1200, aber du hast eine Mauer. 2600 gegen 1200. Ja gut, die anderen werden alle ohne Mauer sein, ne? Die andere ist ohne Mauer und da stehen 3 Armeen. Da habe ich ungefähr 7000 Mann stehen gegen. Ja, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher die mit Mauer schlagen wollen. Wir können aber auch beide machen, beim nächsten Mal, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Ne? Tschüss und ade. Tschüss.